Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben, wieder. Herzlich willkommen zu einem neuen Fotowalk. Viele haben es ja schon gesehen im Vorspann, was ich heute vorhabe. Man sieht es auch hier hinten, Strohballenfotografie. Ja, zum Sonnenuntergang dauert noch ein kleines bisschen, aber man sieht, es ist Struktur im Himmel. Das ist eigentlich das, worauf ich spekuliert habe. Also nichts wäre schlimmer als jetzt ein strahlend blauer Himmel. Denn, wie auch schon in der Rhön, wie am Pferdskopf dieses Video, wenn sich dann diese Wolken so richtig schön verfärben, darauf spekuliere ich. Ja, Strohballen ohne Ende hier hinter mir. Das will ich mir mitnehmen. Und ja, wie gesagt, zum Sonnenuntergang. Und was wollte ich sagen? Ja, ich war heute Mittag schon unterwegs, habe ich das hier entdeckt. Und weil hier hinten ist ein Feld, dort haben die heute gemäht. Also es waren drei riesige Traktoren hier unterwegs. Der eine hat gemäht, der andere ist mit seinem Traktor einen Anhänger hinten dran. Und der hat diese Maat aufgenommen und hat da hinten gleich viereckige Würfel rausgemacht. Und der andere hat einen riesen Anhänger dran gehabt, der hat die Dinger gleich aufgeladen und die haben die forttransportiert. Und ich habe wirklich, wirklich inständig gehofft, dass die Teile, die hier noch rumstehen, dass sie die nicht auch noch wegschleppen. Sonst würde das schlecht aussehen hier, Strohballenfotografie. Ohne Strohballen. Ja, wie gesagt, wen es interessiert, bitte, meine Lieben, bleibt dran. Und ich würde sagen, wir machen uns hier einfach mal einen schönen gemütlichen Abend an einen Fotospot. Bis gleich, meine Lieben. Ich habe mein erstes Motiv gefunden. Das Problem an der Geschichte ist hier einfach, man muss hier wirklich die richtige Perspektive finden, dass zwischen diesen Strohballen nicht so viel Leerraum ist. Das kommt irgendwie, also finde ich, kommt nicht so gut, sondern es muss alles irgendwie abgedeckt sein. Dann auch in der Höhe, finde ich, ist es wichtig, dass auch ein Strohballen nicht den anderen abdeckt. Ja, eigentlich unmöglich, aber man kann schon immer so ein bisschen. Nehmen wir die Kamera in die Hand und gehe dann hier so rum. Und wo ich dann denke, okay, das könnte sein, dann stelle ich mein Stativ auf, Kamera drauf und fotografiere los. Ich nehme euch hier mal mit an die Kamera und erkläre euch mal meinen Bildausschnitt. Ja, Kamera läuft. Ich habe es jetzt ein bisschen heller gedreht, das Ganze. Und das Problem eben wieder, Canon R. Also ich bin heute wieder Canon R unterwegs. Vollformat. Habe mein 15 bis 30 mm Objektiv drauf. Ich glaube, das leistet heute gute Dienste. Und hier in der Kamera sieht das Ganze dann, sieht aus, wie es aussieht. Hier hüben ist dann gleich hier dieser erste Strohballen, der hier. Hier hinten sind noch welche. Dann hier der hier, der zentrale vordere. Und dann gleich hier hüben geht es gleich weiter. Und Nachteil hier, dass hier wieder so ein bisschen Leerraum zu den nächsten Strohballen hier drin ist. Aber gut,
wären die jetzt wieder näher, würde der wieder die abdecken. Dann, ganz toll, ist wieder dieser Himmel hier. Da ist wieder so richtig Struktur drin. Finde ich wieder, ja, super. Und ich würde sagen, mache ich mal hier mein erstes Bildchen. Aber nächstes Problem, die Sonne. Ja, ich hätte natürlich auch gerne gegen die Sonne fotografiert. Ich mache mal die Kamera hier aus. Ich hätte natürlich auch gegen die Sonne fotografiert. Aber die ist wieder hier hinter so ein, weiß nicht, ob man es hier oben sieht, hinter so einem milchigen Schleier drin. Und wenn du jetzt hier rein fotografierst, kriegst du nicht diesen schönen Sonnenstern hin, sondern das ist dann einfach so ein weißer Fleck. Ja, mal gucken, ob das noch irgendwie was wird. Wenn nicht, begnüge ich mich hier in diese Richtung. Aber wieder Problem, hinten ist eine Ortschaft, die ist halt mit drauf. Gut, man kann nicht alles haben. Wenn ich in die Richtung fotografieren würde, ist auch eine Ortschaft drauf. Also urbaner Raum. Ja, dann wieder ein kleines Problemchen. Wieder ein kleines Problemchen. Und das ist, weil die Sonne ja mir hinten ins Kreuz richtig rein scheint. Und wir haben jetzt, was haben wir jetzt hier, 19.10 Uhr. Die Schatten sind lang. Und hier sind meine eigenen Schatten mit im Bild. Mein Stativ hier und ich bin auch drin. Ich habe mir jetzt mal den Vorauslöser eingestellt auf 2 Sekunden und will dann schnell zurückrennen, dass wenigstens nur das Stativ drauf ist. Das kriegt man dann wieder besser weggestempelt. Und meine Lieben, damit würde ich sagen, jetzt erstmal viel Spaß mit dem Bildchen hier. Ja, meine Lieben, nächstes Motiv. Also ich bin hier, meine Daten sind, ich bin hier auf 15 mm ISO 100 und bin hier auf eine 14er Blende, weil ich doch so, ja, so ziemlich alles scharf haben will. Ach, Wahnsinn, der Himmel, Hammer. Hinten diese Weide nach hinten, hier liegt so ein richtig schönes, sanftes Licht drin. Wahnsinn. Ich stelle euch das nächste auch wieder auf der Kamera vor. Schalte die Kamera mal an. Und ja, kleines bisschen heller wieder das Ganze. Upp, das war zu viel. Soll ja auch ein bisschen schön aussehen. Ja, also jetzt der zentrale Punkt ist der hier direkt vor mir. Dann gehen die wieder hier nach links hier weg, diese Strohballen. Hinten, die sind auch nicht abgedeckt, sind so schön frei. Dann dieser absolut Wahnsinnshimmel hier drin. Dann hier hüben, der hier, der ist dann so, geht dann in meine rechte Bildgrenze hier rein. Und auf den hier fokussiere ich auch. Ja, was wird der weg sein? 20 Meter. Damit der hier dann so, ja, mal gucken. Also man könnte jetzt ein Focus-Stacking machen, dass der hier knackscharf ist, alles scharf ist. Aber vielleicht, dass der so ein bisschen in der Unschärfe verschwindet. Kamera mache ich aus. Und ja, das soll jetzt mein nächstes Motiv sein. Und ich würde sagen, meine Lieben, hier ist das Bild. Ja, meine Lieben, nächstes Motiv stelle ich euch gleich hier in der Kamera vor. Kamera läuft und ja, diesmal den hier auf meiner linken Seite, hier rechts der und dann hier durch, hier hinten schön hoch auf diesen Gegenhang,
wo auch hier so schön abgemäht ist. Da kriegt jetzt auch so richtiges schönes Licht. Das Bild nehme ich mir ebenfalls mit. Machen wir die Kamera wieder aus. Und ja, ebenfalls wieder Blende 14. Und fokussieren durch gleich auf den vorderen rechten Strohballen. Und ja, ich habe jetzt immer meinen 10-Sekunden-Auslöser, damit ich hier rauskomme aus diesem aus diesem Schattenbereich. Das Stativ ist noch drin. Aber ich bin dann zumindest draußen. Muss man nicht so viel stempeln. Ja, wunderbar. Hier kommt das Bild. Nächstes Motiv stelle ich euch vor, hier ist so ein alter morscher Baum, der hier so richtig schön hier reinragt. Den möchte ich mir natürlich auch mitnehmen. Ich stelle euch mal meine Komposition, wie ich mir das gedacht habe, hier auf der Kamera vor. Dazu schalte ich wieder ein und wieder ein kleines bisschen heller. Also ich drehe das jetzt ein bisschen heller, damit man was sieht. Und also ungefähr wie hier. Also man sieht diesen morschen Baum, der hier, ja, Totholz, der hier reinragt, so richtig schön in diesen dramatischen Himmel hier rein. Hier drüben sind dann noch so ein paar Strohballen. Dann mein rechter Bildrand ist dann hier dieser Busch hier. Und ja, läuft dann noch so ein bisschen hier hinten in das abgeerntete Stoppelfelder rein. Das will ich mir auch mitnehmen. Nur ist die Sonne jetzt wieder hinter der Wolke. Ja, jetzt kommt es wieder. Ich mache die Kamera mal aus und löse hier mal aus. Also meine Daten sind auch wieder Blende 14, ISO 100. Und so mache ich mir dieses Bild. Auch der Himmel hier. Also ein Traum. Und meine Lieben, ich würde sagen, hier ist das Bild. Oder ganz kurz, ich weiß nicht, ob ihr diesen Fototripper kennt. Fototripper, großartiger, grandioser Naturlandschaftsfotograf, ist immer mit seiner Amanda unterwegs. Gavin McHardcastle, glaube ich. Und einfach mal auf YouTube gucken. Hammer Typ. Lange Rede, kurzer Sinn. Und er sagt immer, here is a shot.
Ja, meine Lieben, jetzt kommt so ein bisschen Schwung hier rein. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Pocket hier irgendwie sieht. Ja, ist ein bisschen die Farbe hier im Himmel. Ich drehe einfach mal wieder schnell rum. Hier hinter mir ist eigentlich das. Hier oben, schön im Himmel, kommt so langsam jetzt eine Färbung rein. Und ja, wir gucken mal zusammen auf die Kamera, würde ich so sagen. Augenblickchen, meine Lieben. Auf der Kamera sieht das Ganze so aus. Also meine Einstellungen immer noch das gleiche. 14er Blende. Belichtungszeit muss man anpassen. Das Histogramm, ja, kann man auch nicht so allzu viel mit anfangen. Man muss da so ein bisschen mit Gefühl ran. Aber man sieht jetzt hier auf dem Display, wow, dieser geniale Himmel. Ja, wenn man natürlich absoluter Profi ist, würde man die Kamera hier fest auf diesen Standpunkt hier stehen lassen. Man würde, solange noch das ganz sanfte Licht hier über die Wiesen ist, würde man eine Aufnahme machen und ja, die Kamera dann ausstellen, sich in die Ecke hier setzen, warten, bis der Himmel hier brennt. Ja, ich drehe wieder rum. Das muss man ja sehen. Also man sieht dann, wie der Himmel jetzt hier, der fängt dann an zu brennen. Und ja, dann macht man die nächste Aufnahme und kombiniert dann diese beiden Bilder, diesen genialen Himmel mit diesem ganz sanften Licht noch hier unten drin. Denn jetzt, ich meine, der Pocket tut natürlich jetzt überbelichten, aber jetzt ist natürlich hier unten alles dunkel. Also was heißt dunkel, dämmerig eben und überhaupt kein Licht mehr unten drin. Ja, deswegen wirkt dann der Vordergrund, der Boden dann ja so ein bisschen flau, aber der Himmel ist natürlich genial. Also wenn ihr das mal die Muße und die Zeit habt, sowas durchzuführen, kann ich nur empfehlen. Ich wollte es vorhin hier an den Baum machen. ich wollte es vorhin an diesen morschen Baum machen. Aber ich bin ja manchmal nicht der Hellste, denn ich habe mich in die falsche Richtung gedreht. Denn hier hinten, man sieht es hinter mir, ist nicht viel los. Und ich hätte auf diese Seite von dem Baum gemüsst und in die Richtung fotografieren müssen. Aber man lernt nie aus. Und ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal diesen Shot von diesem Bildchen. Ich stelle es euch noch mal ganz, 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 ganz kurz vor. Augenblick. Also das ist jetzt mein Motiv. Man sieht die Kamera. Hier vorne, direkt davor ist der Strohballen. Hinten fängt der Himmel jetzt das Arbeiten an. Er wird immer dramatischer. Die Wolke sackt so richtig durch. Und das hier auf 15 mm will ich mir das hier so mitnehmen. Und ja, ich löse das ganze Teil mal aus, ja, aber also ich bin hier auf 1/4 Verschlusszeit, Blende 14, ISO 100. Ich bin ganz leicht, ja, so ein 1,5 Lichtwerte in der Unterbelichtung, damit der Himmel nicht ausbrennt. Ja, und dann ist das hier, das ist dann dieses RAW-Bild und ich würde sagen, meine Lieben, Hammer, Hammer. Ja, und ich würde, man könnte hier, ich muss einfach rum. Hier, guckt euch den Himmel hier über mir an. Gut, der Pocket belichtet über, aber hier könntest du schon wieder einen Bibelfilm drehen, wenn die mit ihrer Kutte hier so durch. Wahnsinn, Wahnsinn. Hier ist sie. Shot. Thank you.
Ja, meine Lieben, das gleiche Spiel dann nochmal in die andere Richtung. Hier verfärbt sich auch das Ganze dann. Einmal eine Drehung. Ja, gut, aber man sieht jetzt hier den Himmel ebenfalls hier so Farbe zu kriegen, schöne Struktur zu kriegen. Und wenn ich dann hier runtergehe auf meine Kamera, auf der Belichtung würde das hier so aussehen. Und das ist schon das Rohrbild. Also hier ist das Bildchen. Ebenfalls wieder meine Einstellungen. Ein Viertel, genau wie in die andere Richtung, Blende 14. Und auch hier, es eskaliert hier, man sieht es wieder über mir, es eskaliert hier wirklich wieder. Und ich würde sagen, erstmal auch mit dem Bild, viel Spaß. Ja, meine Lieben, ich mache gerade hier eine Langzeitbelichtung. Ich drehe euch mal auf die Kamera um. Bin hier mit meiner Sony am Start. Bin hier mit diesem Fernauslöser unterwegs. Vorne, ja, ich will jetzt nicht weiter rum, weil die belichtet gerade. Vorne habe ich diesen KNF-Filter drauf, diesen magnetischen Rundfilter, den 10-Stopp-Filter. Ich bin hier, ich weiß nicht, ob man sieht, das Teil hier. Also ich möchte jetzt 1:45 rum belichten. Und ja, die Wolken ziehen natürlich nicht gerade prickelnd. Aber mal gucken, was rauskommt. Und bin hier auf ISO 50, Blende 16, um hier auf hier meine Belichtungszeit zu kommen. Ja, machen wir mal 1:47. Ja, also das ist dann hier dieses RAW-Bild. Ja, könnte man sogar noch länger belichten. Ich würde mal sagen, jetzt wäre man bei 2 Minuten Belichtungszeit. Ja, ich probiere mal mein Glück, was dabei rauskommt. Ich hoffe, aber ich würde einfach sagen, ich probiere mein Glück und hier ist sie, Shot. Ja, meine Lieben, letzter Shot. Hier drüben ist ein Storch. Das kriege ich auf dem Pocket nicht ran. Also hier drin, ich weiß nicht. Vielleicht sieht man es ja wieder am Bildschirm dann. Hier ist ein Storch, der sitzt so schön auf seinem Nest. Und den habe ich mir ebenfalls mitgenommen. Bin natürlich hier wieder in der Unterbelichtung, damit ich hier diese Stechviecher. Ja, damit ich das hier schön drauf kriege, das Abendrot und der Storch droht so schön da oben auf sein Nest. Bin hier auf 200 mm. Hätte eigentlich mein 600er mitnehmen müssen, dafür würde es noch besser kommen. Vielleicht kann ich ein bisschen hier reingrobben. Ja, belichtet habe ich auf einer 7.1er Blende mit ISO 320, 1/50 Sekunde. Und ja, mal gucken, ob das Bildchen hier irgendwas geworden ist. Also der Pocket hier, bin ich begeistert. Pocket 3. Pocket 3. Das ist noch richtig schön klar, obwohl das hier wirklich schon richtig, richtig, richtig in der Dämmerung hier ist. Bin ich immer noch klar zu erkennen. Ja, sind die ersten Einsätze mit
ja, in diesem Dämmerlicht, wo ich wirklich mal zeigen kann, was das Ding kann. Ich war auch schon in Dresden. In Dresden war ich schon überrascht vom Pocket. Hat auch gute Leistung abgeliefert in der Dunkelheit. Klar, wenn es natürlich ganz dunkel ist, ohne Lampe, du stehst dann dort, dann ist es auch hier vorbei. Aber, ja, ich würde sagen, ich warte immer drauf, ob der da sitzen bleibt. Das macht einen ganz kribbelig hier. Ich würde sagen, hier ist das Bildchen. Ja, meine Lieben, ich will mich wieder von euch verabschieden. Hat wieder irrsinnig Spaß gemacht, das Ganze. Also Wahnsinn, herrlich hier draußen zu sein, die Natur zu genießen. Ja, wie vorhin schon mal angesprochen, Empfehlung von mir, geht auch raus. Genießt die Natur, genießt das Fotografieren. Eine Location reicht völlig. Man muss da nicht umherirren, sondern man setzt sich hier irgendwo schön hin und genießt diese grandiose Natur, diesen grandiosen Sonnenuntergang. Genießt das. Ja, ich würde wieder sagen, viel Spaß mit dem Video. Viel Spaß mit den Bildern. Wo ich wieder auch nicht weiß, ja, was dabei rauskommt. Ich hatte mir eigentlich mehr erhofft. Wir hatten die Woche hier so einen wahnsinnigen Himmel hier. Der war glutrot verfärbt. Dann die Wölkchen, die man hier so sieht. Also glutrot. Und dann in verschiedenen Farben. Von diesem Blau, Gelb, Orange bis zu diesem glutrot. Hatte ich eigentlich auch heute gehofft. Aber ja, man kann nicht immer alles haben. Aber wie gesagt, hat unheimlich Spaß gemacht. Und ich würde euch, weiß nicht, ob ich es gesagt habe schon, ich werde langsam alt. Viel Spaß mit den Bildern, viel Spaß mit dem Video. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr zugesehen habt. Und ich würde mich wieder freuen, wie immer, wenn ihr mich beim nächsten Mal wieder begleitet und wir wieder zusammen auf Tour gehen. In diesem Sinne, liebe Grüße von mir an euch. Bleibt gesund. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal und gute Nacht, schlaft schön.